Autodiebe, die in gestohlenen Wagen über die Insel rasen. Eine Polizei, die sie gnadenlos verfolgt. Und besorgte Bürger, die sich fragen, wann der Irrsinn ein Ende hat. Sie sehen Sky 5 News. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battlefield Hardline. Wir spielen immer noch Hotwire, also wir spielen Hotwire auf Brandung. Warum kann ich denn jetzt kann ich das Auto auswählen? Ich sag immer noch, weil ich immer noch in der gleichen Aufnahmesession bin, deswegen. Tut mir leid. Okay, Leute. Es warten eine Menge Wagen darauf, geklaut zu werden. Macht hin. Kollege! Ist das Kollege? Ich glaube, das ist Kollege. Los geht's, ab geht's, 3 Tage wach. So fühle ich mich auch im Moment. Weil ich irgendwie bis nachts um 5, 6 aufnehme, dann bis 8 Uhr, 9 Uhr bearbeite, dann 3, 4 Stunden schlafe. Aua. Wir haben meinen Wagen verloren. Ah, fuck, es kann nicht besser sein. Ja, scheiße, zu spät. Also fühle ich mich aber auch dann im Moment so 3 Tage wach. Total im Moment einen ganz komischen Rhythmus. Einer hat's erwischt! Immer diese scheiß Sniper. Ah ja, der hat mich aber richtig gut runtergedamaged. 21 HP. Können wir hier mal das ganze Blut vom Bildschirm schmieren, bitte? Fährst du denn lang? Au. Repair Tool bauen, die alte 50 Repair Tool Coins, 5000 Punkte, jawoll. Au, ist ja was los. Alter, ich sehe ja kaum was. Okay, das war verdient. Das war gerechtfertigt und verdient. Also wäre er nicht da lang gefahren, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen entspannter geworden. Aber bei Hot war ja immer so ein bisschen lang. Da kommt ein Van! Verpisst euch! Ich hab den nicht erwischt. Was ist denn da? Wie peinlich ist das denn? Ich muss reparieren. Scheiß Helikopter wieder, oder irgendwas ist hinter uns. Irgendwas ist hinter uns. Beschützt diesen Wagen. Ist ein Auto hinter uns? Ich sehe es leider gerade gar nicht. Dieser scheiß Helikopter, alles klar. Wir müssen das Ding aufhalten. Dieser fucking Helikopter, der ist so heftig. Nur am Reparieren, ey. Oh, ich glaube, da hatte man das Ding, den Helikopter runterholt. Wo ist er denn? Habt ihr einen Van gesehen? Ja. Was hab ich denn? Aufstieg. Oh. Einer von uns am Boden. Der repariert doch noch einer. Finde ich aber nicht nett. Golfschläger. Wir wissen, wo sie sich aufhalten. Töten die sich schon mit Golfschläger. Hört nicht auf zu schießen. Kann doch nicht wahr sein.
Aber hier hat auch noch einer. Das ist mein Shop. Ich bin hauptberuflich Sunny und nebenberuflich Mechaniker. Kannst mitkommen. Ah, fuck! Das war richtig dumm mal wieder. Achso, kommt das her? Kommt das her? Was ist denn diese SOCOM eigentlich für eine Waffe? Ist das eine Sniper oder ist das eine Schrotflinte? Das ist ein Karabiner. Wo gehen wir denn hin? Ich glaube, wir gehen mal bei C raus. Sieht aus, als ob sie Hilfe brauchen. Mann! Oh, man! Steigt endlich in den neuen Wagen ein! Nein, Steiner! Ich hab doch mal endlich! Ja, super. Ich mach das schon! Kann ich mehr viel der kann nicht mehr viel HP haben. Also die K10 ist auf die Distanz einfach nur Mag. Ich hätte lieber die ACWR oder so. Ich weiß nicht, wo du lang fährst, aber ich vertraue dir mal. Ich will auch so einen Granatwerfer zu Hause. Komm hier rein! Ich weiß nicht, wo er hier lang fährt. Au, 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 au. Wo kam die her? Ich bin manchmal so strunzdumm, ey. Wo findest du? Wir haben nur noch einen Wagen übrig. Warum? Deshalb. Jawohl. King Simba habe ich ausgeschaltet. Ah, die P90 ist ja so. Das ist gar nicht die K10, das ist die P90. Die ist aber auch tatsächlich so der Hammer. Ein Kill, 6 Verluste, aber 7000 Punkte. Gut, dann kommt er zurück runter, würde ich mal sagen. Ich sage, wir schaffen heute noch die Level 50, da wette ich doch. Spätestens, wenn ich gleich ein bisschen Hardcore spiele. Platz 1.
Nice. Autodiebe, die in gestohlenen Wagen über die Insel rasen. Eine Polizei, die sie gnadenlos verfolgt. Und besorgte Bürger, die sich fragen, wann der Irrsinn... Eigentlich müsste ich mal noch gleich ein bisschen Wäsche waschen. Dumm, 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 dumm. Alle Einheiten, mutmaßlicher Fahrzeug 3 gemeldet. Wir müssen diese Wagen um jeden Preis aufhalten. Ah, meine Katze. Yeah, baby, yeah, yeah. Steht der Responsi? Das Sonderrechtsteil ist ganz schön weit weg. Und die Sonderrechtspanel für die Sonderrechte, das ist nämlich da das Funkgerät. Und das da rechts da mit diesem, das Hochkant, weil ich kann da nicht draufziehen, mit dem roten oben ist nämlich die Sonder- und Megarechte. Alle Einheiten, ich habe eines der Fahrzeuge beschlagnahmt. Das ist ganz schön weit weg. Und der Heli ist wieder in der Luft. Super. Oh. Saß da nicht eben noch jemand? Jack! Wo ist Jack? Oder was, Joe? Sie sehen jetzt alle so ähnlich aus, sorry. Ah, sehr geil. Ach, sehr geil, hat das Auto versenkt. Ist doch einer da unten. Los, du fährst! Ach. Also, wie die vom LKW nicht mehr überfahren werden. Ist manchmal strange. Ich repariere mal, Jungs, ich mach das schon. Ich mach das, kein Problem. Ich kümmere mich drum. Warum versenken? Ich bin weg. Fahr du. Ah, jetzt kann ich aussteigen. Warum versenken? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich konnte eben nicht aussteigen. Wie spackt das hier gerade rum? Officers, beschlagnahmt dieses Fahrzeug, bevor die Verdächtigen sich schnappen. Vorsicht, wir haben einen Wagen verloren. Dum, dum, dum. Wenn ich im realen Leben so viel laufen würde, wie ich in Hardline laufe, könnte ich wahrscheinlich beim Marathon teilnehmen. Nimm mich doch mal mit, du Depp. Okay, los. Entschuldigung für das Depp, ich nehm's zurück. Ich übernehme das. Ich nehm das mit dem Depp zurück. Ah, jetzt muss ich einfach noch. Ah, das war so klar. Es war so klar, dass der da mit dem C4 steht. Was soll ich dazu sagen? Du spawnst und bist sofort wieder tot. Dumm, 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 dumm. Ich repariere dir das. Ich mach das schon wieder. Ich bin Mechaniker. Ui, das wird teuer werden. Dann müssen wir neue Nockenwelle einsetzen. Ah, Junge. Ja, wenn das. Auf den Brettern aufpassen! Jawohl, machen wir.
Eieiei, das wird teuer werden. Das wird teuer werden, ups, einer. Ich hab einen! Den hole ich mir. Alle Einheiten, wir haben. Scheiß C4-Typ. Ist noch einer. Oh. Ach, 98er Baujahr, darf das eigentlich schon spielen? Oh Gott, der ist 17 Jahre jünger als ich. Ich repariere mal. Da liegt. Als ob er sich sonnen würde. Oder auf eine Frau wartet. Beine breit. Und allzeit bereit. So. Achtung, hier muss ein Fahrzeug beschlagnahmt werden. So. An dem Stelzenhaus ist einer. Das Problem ist, die K10 ist nicht für auf Entfernung gedacht. Wo ist er denn? Der ist ja noch hier. Das Ding zifiert. Ah, da oben war er noch. Ah! Alter, hallo! Das packt ja überhaupt nicht rum. Ja mal überhaupt nicht rum. Jetzt bist du an der Reihe. Markiere einen verdächtigen Van. Schwerer Beschuss! An alle Einheiten! Augen auf! Ich kümmere mich um sie! Hey, hey. Es nervt. Steigt er! Ich werde beschossen! Alter, was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier los? Ist eigentlich Hardline nicht erst ab 18? Davon ist 98er Baujahr, ist doch noch keine 18, oder? Die Leute müssen da eigentlich immer sofort bannen müssen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass das Jugendamt, also dass Lehrer Anzeigen beim Jugendamt machen, weil die Kinder oder weil Minderjährige GTA und sowas spielen. Finde ich eigentlich schon in Ordnung, muss ich sagen. Die Verdächtigen befinden sich in einem gestohlenen Fahrzeug. Da ist ein Verdächtiger in einem Wagen. Ist da einer? Ach, wir sind am Verlieren, sehe ich gerade. Hier muss ein Fahrzeug beschlagnahmt werden. Wir sind am Verlieren. Ich habe doch Schotter um mich herum. Wieder abgeht. Eines der Fahrzeuge! Bin unterwegs! Da ist einer am Kartell anwesend! Einer? Da ist einer am Kartell anwesend! Einer? Da waren viele! Wieder völlig dumm von mir. Lass mir das übrigens patentieren, das Wort. Oh Gott, die haben ja alle Autos. Ja, fast alle. Er snipt da oben rum. Dieser Granatwerfer, das kann ich ja gar nicht. Ach, damit kann ich gar nichts anfangen mit dem Ding. Ich bin mal runter.
Okay, wir verlieren meine Runde. Interessanterweise gibt es dafür keine Punkte. Wir haben es gleich geschafft. Code 3. Tempo, los, los. Habe einen Verdächtigen gesichert. Das da oben. Ihr müsst dringend was tun. Code 3. Schnauze gesichtet! Hol mir die Typen vom Hals! Renn! Aber wenigstens haben wir den noch weg. Gut, hier runter können wir eh nicht mehr. Das ist, ja, komm schon. Ich helf dir mal. Fuck, ernsthaft. Ja gut, wir können ja auch mal eine Runde verlieren. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, jetzt kommt Staub. Ich sehe, yeah, mein Lieblingsmap. Meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen bei, ich glaube, Conquest. Ich weiß es gerade nicht. Und übermorgen dann wieder bei Hotfire Staubwüste. Bis dann, ciao.